Hase und der Bauer. Von Wasserflut umrauscht ein Has. Sitzt auf dem Hügel da im Gras. In großer Angst, denn Wassernot bringt Vieh und Mensch leicht den Tod. Das Wasser steigt von Stund zu Stund. Es deckt nun schon des Hügels rund. Der Has weiß sich zu helfen kaum. Er klettert auf den Weidenbaum. Das auf dem Baume sitzt der Has. Das macht dem Bauer großen Spaß. In bangen Ängsten schaut das Tier. Da schreit der Kunz. Den fang ich mir. Entschlossen schnell, gesagt, getan. Der Bauer sitzt auch schon im Kahn und rudert mit Geschick und Mut zum Baum hin durch die Wasserflut. Doch wie der Kunz den Baum besteigt, dem Hasen sich ein Ausweg zeigt. Er springt, was konnte besser sein? Stracks in den Losenkahn hinein. Der Hase lustig treibt im Kahn hinab die weite Wasserbahn. Der Bauer aber auf dem Baum weiß sich vor Schreck zu halten kaum. So kommt mit Recht wer aus der Not, die einen anderen bedroht. Will Nutzen ziehen oder er am Ende selber ins Malheur.